Alles wird gut. Beschütz mich. Wow, 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 wow. Nee, also im Dunkeln ist das nicht gut. Wow, 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 wow! Jetzt wird Grudge geguckt, eindeutig. Und warum zur Hölle kann ich diese Teile nicht nehmen? Gebt mir das. Fucking... egal. War das jetzt... Ich traue dir kein Stück. Geh vor, Mülleimer. Geh vor. Komm. Geh vor. Geh schon mal in den Fahrstuhl. Sag mir, wie es ist. Schau, ob Vettel, Alma oder sonst wer da ist. Muss wohl sicher sein. Dann komm mit. Bewach die Tür. Du brauchst nicht zittern. Alles wird gut. Alles wird... Beschütz mich. Wow, 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 wow. Du verficktes... Scheißkind. Ich meine, ich hasse schon Kinder. Aber seit Alma... hasse ich sie doppelt so sehr. Alma! Ah, Hacky Mac Hack. Sag mir sonst noch was. Interessiert doch keine Sau. Erzähl mir, warum ihr ein kleines, verkacktes Kind im roten Kleid rumspuckt. Das interessiert mich. Und wo verdammt nochmal bleiben die Ghostbuster? Mach das jetzt auf. Hallo. 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 Was ist denn das für ein sinnloser Raum hier? Mein Gott. Mein Gott. Also, ich... Alan Wade. Alice Wade, meine ich. Alice? Who the fuck is? Wo tropft hier Kackblut? Ich höre das doch. Egal. Telefon. Okay. Okay. Mach ich. Aldous Bishop. Hallo, Aldous hier. Ich habe die Zeitungsausschnitte gelesen und bin überzeugt, Sie haben davon... Bla 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 bla. Und du? Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Harlan Wade. Hi, Harlan Wade hier. Ich versuche schon, wir haben schon die ganze Woche zu... Alter, bin ich hier Telefondienst oder was? Sagen Sie, wir stehen... Meine... I don't trust you. Seriously. Wer bist du? Programmierer? Nicht. Okay, wo war jetzt das Telefon? Taka. Kein Telefon. Also jetzt... Was zur verfickten Hölle? Okay, Alma, jetzt kriegst du auf den Sack. Jetzt habe ich... Schnauze voll von Kappes. Lass mich jetzt da durchfahren. Ach, mal. Wie komme ich da jetzt durch? So, Textdatei irgendwas da. Bitte, Textdatei gefunden.
Alter. Das ist doch das verkackte Büro. Geh da doch rein jetzt. Oder komme ich da nicht rein? Blöde Frage. Nein, kommst du nicht. Ja, ist mir auch schon klar. Aber warum nicht? War schade. Böser Fahrstuhl des Grauens. Eimer. Das klingt nicht sonderlich vertrauenswürdig. Oh, shit. Rauf und los, runter. Oh yeah. Sicherheitsleute haben hier sehr gut gearbeitet. Sehr gut. Aufwärts. Lauf. Und nichts. Und heppa. Oh, nee. Also im Dunkeln ist das nicht gut. Wow. What the fuck? Okay. Meine Venen und Arterien sind sauber. Und weiter geht's. Ach Gott, verdammt nochmal. Ich habe heute übrigens den Fehler gemacht und habe mir den zweiten Teil zugelegt. Der Verkäufer hat mich nur allerdings... Na! Ein bisschen seltsam angesehen. Denn ich habe den großen Fehler begangen. zweimal den Laden zu betreten. Okay, nein, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also, heute war Feiertag und ich habe den Tag genutzt, um in Holland einfach mal ein bisschen zu shoppen. Natürlich keine Klamotten, sondern Eimer. Nein, Spiele. Einziges Problem bloß, ich habe in diesem Gebrauchtspieleladen direkt zum Anfang dieser Tour gestöbert und ein Spiel gefunden. Habe lange über die anderen Spiele nachgedacht, die ich dort gesehen habe. Allerdings war ich danach erstmal beschäftigt damit, meiner Verlobten ihre Tüten hinterher zu tragen. Die hat nämlich ein bisschen länger gebraucht, als ich jetzt für das Spiel. Aus diesem Grund bin ich erst sehr viel später wieder zu diesem Laden zurückgekehrt und habe mir... Na! Nächste Taschenlampe. Hab mir da das Spiel geholt, an das ich die ganze Zeit denken musste. Witzigerweise war das dann nochmal. 4-2. Also hatte ich es zweimal in der Tasche. Hab das aber erst später gemerkt. Aber der nette Verkäufer hat es trotzdem umgetauscht. Mit einer sehr verwunderten Miene darüber, dass ich ein Spiel zweimal gekauft habe. Kann ich auch verstehen. Allerdings, shit happens. Nein. Zwei Mann an Boden. Mann. Also auf jeden Fall, wenn ich das hier jetzt durch habe und die ganzen Folgen, die jetzt noch gespeichert sind, endlich hochgeladen habe, also liegen noch im Rohmaterial vor, dann geht's an Teil 2. Und dann werde ich mit dem Kopf in der Wand stecken. Boxsack. Boxsack. Bloody Poop Hole. Nein. Ernsthaft? Warte. Es geht noch schlimmer. Vams! Achso, das geht doch nicht. Schade. Ich hätte es gerne nochmal in Skelett gesehen. Skeletto V. Komm schon, wir müssen irgendjemand hier haben. Na! Ich gebe euch jetzt Deckung. Bitte! Na! Arsch! Gesicht! Diese Zoom-Funktion ist einfach zu heftig. Echt jetzt. Oh, du hast aber abgenommen. Blöder Witz. Blöder Witz, ich weiß. Hallo! Hallo! Gib mir das.
Danke. I don't need to go there to... Was jetzt? Nächster Kontakt. Kontakt zum Skelett. So. Etwa 50 Kilogramm leichter und frittiert. Ich kann dir einen Pinnenkopf geben, wenn dir es hilft. Wo bist du jetzt? Nein. Du bist jetzt nicht außen rumgegangen, um mir in den Hintern zu schießen, oder? Schwuchtel. Tja, wer Fan von sowas ist. Ich geb dir gleich Bedrohung. Analritter. Ja, hast du wohl verdient. Mein Gott. Frech. Frecher. Soldaten. Da. Und das war's jetzt. Keine große Belohnung. Warum gibt's eigentlich diese komische... Ah, endlich. Granaten. Ich weiß gar nicht. Okay. Eimer. Aber irgendwo hier muss da noch mehr scheinen. Herein. Was ist das denn? Keyboard-Sammlung oder was? Ah, die PC-Werkstatt. Repair this. Oh. Bloody Poop Hole. Nein. Mit echtem Blut. Alles gut. Alles wird gut. Ah, schon wieder eine Nachricht. Bald kriege ich Geld für den Telefondienst, den ich hier mache. Ganz bald. Sie haben eine neue Nachricht. Ah. Ah. Hi, Alice Wade hier. Ich wollte nur kurz einen Statusbericht abgeben. Ja. Wir vergleichen immer noch Daten, aber was in Oberland passiert ist, lag nicht an den üblichen sozioökonomischen Faktoren. Sozioökonomisch am Arsch. Bitte. Sonst noch was hier. Nichts Wichtiges. Noch etwas. Bla 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 bla. Bitte. Komm schon, Alice.